1:1 gegen Dresden hieß es bei der gelungenen Heimspielpremiere in Liga 3 am letzten Samstag. Jubel und Applaus sind gerade erst verhallt, da wartet schon der nächste Knaller auf die Würzburger Kickers. In der ersten Runde des DFB-Pokal empfangen die Rothosen am Samstag den sechsfachen Cup-Gewinner SV Werder Bremen. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Trainer Bernd Hollerbach hatte sich früher als Spieler mit dem Hamburger SV zahlreiche Schlachten mit Bremen geliefert. Er hofft auf eine Überraschung am Samstag. Schon in der letzten Saison warfen die Kickers mit Düsseldorf ein Profiteam aus dem Pokal. Möglich ist alles im Fußball, nur ne, Bremen ist nochmal eine andere Hausnummer wie Düsseldorf. Es ist eine Erstligamannschaft, eine Topmannschaft. Wir wollen ein gutes Spiel machen, aber wir sind natürlich der Underdog und ja, versuchen einfach ein gutes Spiel zu machen und dass die Zuschauer halt zufrieden sind, wenn sie ins Stadion kommen. Für einen ist die Partie gegen den norddeutschen Traditionsclub eine ganz besondere. Innenverteidiger Clemens Schoppenhauer wurde nur einige Kilometer entfernt vom Weserstadion geboren. Das ist natürlich mein ehemaliger Verein und auch mein ehemaliger Trainer, auf den ich da treffe. Und ja, Werder ist eben schon lange auch einer meiner Lieblingsvereine oder der Lieblingsverein, den ich eben schon lange hatte. Als sie eben 2004 Meister geworden sind, stand ich auch auf dem Domshof und habe da mitgejubelt, als die Meisterschaft dann eben errungen wurde. Ja, deswegen ist es schon was Besonderes. Zwar ist der 23-Jährige nach dieser Notbremse letzten Samstag gegen Dresden vom DFB für 2 Spiele gesperrt worden. Doch die Sperre gilt nur für die Liga. Gegen Bremen kann er also ran. Das ist für mich ein Spiel, was ich gewinnen will, definitiv, und da werde ich alles für geben. In der über 100-jährigen Geschichte beider Vereine gab es bisher übrigens nur ein einziges Aufeinandertreffen. 1921 war das. Die Kickers gewannen 5:3, wenn das mal kein gutes Omen ist.